Hey Leute, willkommen zurück in der Hölle. Es geht weiter mit Agony. Schön, dass ihr da seid und das mit mir gemeinsam durchsteht. Danke schon mal an alle, die letztes Mal fleißig geliked und kommentiert haben. Ich finde das total cool von euch. So, wir haben jetzt Herzen und können oder müssen die Tür öffnen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Ah, Memories. Sanctuary of Falls and Agony. So much sin and flesh. It's so disappointing. The Sacrifice. Soll ein F sein? Old Blood oder Off Blood? Ich kann auch die Luft anhalten, guck mal. Wahrscheinlich kann ich mich später so verstecken vor den Gegnern, wer weiß. Also es wird noch ganz schön krass. Die Frage übrigens, ob es geschnitten ist oder warum, wieso, weshalb. Ja, es ist weltweit erstmal geschnitten, aber keine Sorge für alle, die jetzt meinen, sie können das verkraften. Ich bin übrigens auch einer davon. Ich sag, ich bin alt genug. Ich kann selber entscheiden, ob ich was Cut oder Uncut haben will. Und genau aus dem Grund haben sie die Möglichkeit, glaube ich, gegeben, später, wenn es released ist, dann endlich am 29. kommt es ja für alle dann raus, dass man dann das durch einen Patch wieder richten kann, dass es dann wieder brutal ist. Aber es war, glaube ich, so, dass sie die Konsolen-Releases nicht gefährden, habe ich irgendwas gelesen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es getan. Nun werde ich sicherlich nie wieder herauskommen. Aber verstehe, ich hatte keine Wahl. Ich musste ein Opfer bringen. Wie hätte ich anders hierher gelangen können? An diesem Ort ist das Böse nicht so offensichtlich. Okay. Ich schreibe diesen Brief für all jene, die Mut haben, sich zu versuchen. Und ich weiß, dass es viele von euch gibt. Ich meine, die Göttin des Blutes. Aus irgendeinem Grund ist sie die letzte klare Erinnerung, die wir ja alle noch haben. Obwohl ich nicht weiß, welche Sünden mich an diesen Ort gebracht haben, werde ich nicht aufhören zu beten, was ich euch auch rate. Ja. Wir müssen Buße tun und unsere Sünden und der Herr wird für unsere Sünden... Oh Gott, ich kann heute nicht lesen, es tut mir leid. Für unsere Sünden und der Herr wird uns bestimmt erlösen. Er kann doch nicht so grausam sein. Auf meinem Weg sah ich Gemälde, oftmals mit Blut gemalt. Aber hab keine Angst, mein Bruder. Obwohl ihre Schöpfer sicherlich nicht mehr leben, so haben sie uns lehrreiche Weisheiten hinterlassen. Zusammen vermögen wir unser Schicksal zu ändern, denn das Herz des Herrn ist riesig. Ja, oder auch nicht, wer weiß. Oh, wie das hier alles aussieht, es ist so geil. Es ist so gut, Leute. Ich feiere es halt so ein bisschen, dieses Spiel. Ist nicht für jedermanns Geschmack, glaube ich. Was? Fuck. Was ist hier los? Ist alles so dunkel. What? Hallo? Was macht ihr denn da? Oh! Oh, Tinnitus! Lebst du jetzt auch noch? Was sind denn für Riesenhupen, sag mal? Oh, ich weiß, sind am Tor? Okay. Wie man sich täuschen kann. Ich habe jetzt diesen einen Zettel nicht bekommen. Oh, das ist nicht so wild, glaube ich, oder? Oder was auch immer da lag auf der anderen Seite der Schlucht. Aber passiert halt, ne? Kann man nicht alles mitnehmen. Was ist das denn jetzt hier? Ist das ist so hell auf einmal? Ist das die Vorhölle? Labyrinth des Verstandes. Du hast die verbotene Frucht gefunden. Die meisten sehen in ihr das Symbol der Sünde. Aber für dich ist sie etwas Besonderes. Du kannst sie im Fähigkeitenmenü nutzen, um deine Fähigkeit zu entwickeln. Ich kann skillen. Ja, das habe ich schon gesehen. Wollten wir uns nochmal angucken gemeinsam. Nur die verbotene Frucht erlaubt es dir, deine Seele weiterzuentwickeln. Oder deine Seele zu entwickeln. Noms. Das war eine Vagina. Und er hat sie nicht gegessen, er hat sie auch nur zerquetscht. Ja, Eva trägt ja die Erbsünde in sich. Und deswegen ist es ja angeblich so, dass Frauen die Periode haben. So ein Quatsch, lauter. Es ist ja alles. So, Tagebuch. Nee, was nicht. Briefe? Briefe. Ach, den habe ich ja gefunden. Genau. Korrekt. Warum werden die nicht einfach als gelesen markiert? Ja, ist egal, bevor ich die jetzt alle nochmal lese. Sind sie halt nicht komplett abgehakt. So. Was haben wir denn hier? Erlaubt es dem Spieler, einen Märtyrer in seinen Bann zu ziehen. Was haben wir noch? Verringert die Geräusche, die der Spieler als Märtyrer von sich gibt. Verlängert die Zeit, die der Märtyrer den Atem anhalten kann. Und ermöglicht das Überleben von schwachen Angriffen.
Soll ich das denn verstehen? Ich würde sagen, wir nehmen die Geräusche. Okay, das haben wir jetzt. Also, bestätigen. Ja. Jetzt bin ich leiser, oder wie? Ich bin ja schon ein Märtyrer, oder? Wie ist der wackelt? Okay, es ist lustig. Oh, okay, auf deiner Reise wirst du viele Hindernisse antreffen. Manchmal reicht es, einen Schritt nach vorne zu machen, um einen neuen Pfad zu entdecken. Ist das so der Leap of Faith, oder was? Oh Gott! Was ist jetzt los? Mach ich das? Oh, ich muss ihn übernehmen. Ja, ja, okay. Okay, alles klar. Das kann man auch ausstellen, dass man das nicht mehr hat, diesen Kampf, diesen Struggle. Jetzt sind wir wieder so ein Typ hier. Also es ist egal, was wir sind immer irgendwie in einem Wirt, einem Wirtskörper. Das ist so krank, dieses Spiel, Mann. Ich mach's mal ein bisschen dunkler, ja, weil ich finde das gerade echt ein bisschen eklig hell. Ich hab's ja erst heller gemacht. Dass man was sieht, aber offensichtlich war das viel zu hell. So. Oh, jetzt ist ein bisschen dunkel, aber ich hole mir eine Fackel. Keine Sorge. Ich hole mir eine Fackel, sobald es geht. Oh, was ist das denn? Ein V. Achso, ich kann da noch fokussieren. Siegel eingeprägt. Ich will das jetzt jedes Mal neu einbringen oder ist das egal? Hallo? Eyes. They don't have eyes. And yet, they react to any sudden movement as if they saw everything. I saw. Once I saw one of them give up the chase for meat because fire was more alluring. Maybe he just wanted to warm himself. There is something in fire that attracts these beasts. I wouldn't become too attached to that torch. Don't become too attached to fire. Okay, wer ist die rote Göttin? You too? Why? The cathedral on the hill. The cathedral of bones, of corpses, of bodies like yours. Millions of bodies. You will never learn. Ja, wahrscheinlich ist das keine gute Idee, dahin zu gehen, aber ich will trotzdem hin. Was ist das denn hier? Siegel sind unfertige Zeichen. Finde das richtige Zeichen und vervollständige das Siegel, um das Ritual zu vollenden. Ja, das ist oben das Herz, ne? Wie mache ich das denn? Ach so. Muss das nachzeichnen. Linie machen. Akzeptieren. Oh! Das war richtig. Ich muss es einfach nur vervollständigen und dann geht die Tür auf. Das ist ja geil. Das ist richtig geil. Das hab ich hab voll Bock drauf hier. So. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe einen Schädel. Oh, ist das hier dunkel, oder? Ich sehe nicht, wirklich nicht viel. Nicht. Bevor her arrival, everything was different. What else can be done to change it? Was hast du gesagt? Über den Sack vom Korb. Nicht weinen. Otherwise, before her arrival, everything was different. What else can be done to change it? Ich weiß es nicht. Aber hier ist es nicht sehr schön. Auch wahrscheinlich war es nicht schön, bevor sie angekommen ist, die Göttin. Die Succubus. Was war denn hier? Die Erde bebte, als ich zum ersten Mal die Bestie gesehen habe.
Ihrer brutalen Kraft ist keine andere ebenbürtig. Sogar Dämonen suchen eine Zuflucht, wenn der Teufel in der Nähe ist. Ich dachte es mir schon. Die mit Blindheit gestraften Märtyrer werden wahnsinnig und erinnern sich an nichts anderes außer Schmerz und Gewalt. Die Schwächeren geben letztendlich auf, ihr Geist wiederum wird zerstreut und hinterlässt eine kraftlose und der Hoffnung beraubte Hülle. Es gibt unter ihnen auch solche, die Wut ausnutzen, um nochmals die verstümmelten Körper zu beleben und die Adern mit dem brennenden Blut der Dämonen zu füllen. Indem sie sich Wahnsinn und Brutalität öffnen, verwandeln sie sich in riesige Bestien, deren einziges Ziel das Zufügen von Leid ist. Schmerz und Angst werden zu allem, wonach sie lechzen. Die Reste des Glaubens, die am Grunde ihres Verstandes vergraben sind, bewirken, dass Teufel der Göttin treu bleiben und unterbewusst versuchen, sie zufriedenzustellen, indem sie immer weitere Konstruktionen für sie erschaffen. Aus Leichen von Menschen, die töricht genug waren, sich ihnen in den Weg zu stellen. Haltet den Atem an und bete, wenn du spürst, dass die Erde unter deinen Füßen anfängt zu beben. Ja, oder halt nicht, ne? Weil es ist eh zu spät. Wahrscheinlich. Der Teufel kommt dich holen. Oh, was ist denn das hier? Das sieht alles so fleischig aus hier. Da kann ich wohl reinkriechen. In den Fleischtunnel. Oh nein, komm schon, was. Da ist sie ja, die Brustlady ohne Augen. Dämonen setzen auf ihre Sinne. Was? Lerne die Verhaltensweisen deiner Gegner und nutze das Umfeld, um effektiv gegen sie vorzugehen. Drücke Alt, um den Atem anzuhalten, sodass du schwieriger aufzuspüren bist. Verstecke dich in den leichten Bergen oder in den Spalten, um nicht entdeckt zu werden. Nutze beide Möglichkeiten, um im Verborgenen zu bleiben. Oder ich hau einfach ab. Ja, sie. Ach, scheiße, die rennt jetzt darum und sucht mich. The Red Goddess. The only one. There is nothing. Our goddess, she's calling us. It's an honor. Was sagst du? Do you hear? She's speaking to us. It's an honor. Our goddess. She's calling us. Wenn du meinst. Was ist dieser Dämon jetzt hin? Wie kann ich mich verstecken? Was ist sie denn? Das Ding ist halt, ich muss ja immer mit der Fackel irgendwie dann Sachen zerstören. Wenn ich jetzt keine Fackel habe, wird's. Was liegt denn da? Ich bin scheiße. Ich dachte so, da kommt's. Diese Hände. Guck mal, diese Hände. Oh, wieder so eine Puppe. Also so eine Figur. Eine dickärschige, dickbusige Frau. Alles klar, das Tor ist verschlossen. Das kann ich auch nicht aufbrennen. Ups. We bang, okay. Oh Gott, wie sie aussieht. Was sag ich denn da? Gott ist nicht hier. Und er wird sich hüten. Was war das? Okay, okay. Was ist das für ein Knarzen? Die Dinger da?
Oh, ich kann es benutzen. Was? Da sind Fackeln drin. Alles klar, das sind... Oh! Oh, liegt hier noch was? Okay. Nehmen Sie jetzt. Oh Gott, sind da mehr von denen? Da sind mehr. Oh, man sieht sie gerade nicht, aber man hört sie sehr gut. Oh Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Na? Wie der rumliegt, so lasziv. Draw me like a French girl. Jack. Was ist der denn? Ist der denn ein Panzer oder was? Raus? Was denn rausnehmen? Fick das Virus. Ich war das nicht. Ich pack sogar kein verficktes Virus rein. Oh, ja bitte. Warum kann ich den Spiegel nicht benutzen? Oh, da kommen sie. Es ist echt schweinedüster hier. Es tut mir leid, wenn ich die Stimmung gerade mal ein bisschen kille, aber es ist echt so dunkel, dass ich selber nichts sehe. Und ich weiß, YouTube macht es nicht besser damit. Mit der Nachregulierung. Ist halt so. Es wird meistens noch dunkler durch YouTube, also es tut mir sehr leid, wenn ihr nichts seht. Wie gesagt, die sind eigentlich blind, hieß es, ne? Die können nur ruckartige Bewegungen oder die Wärme des Feuers spüren. Ah! Halt doch die Schnauze, Mann! Ich hab mich einfach mal anschreit. Ohren, Fuß. Rechtes Bein. Ich mir die Rune einprägen hier irgendwie. Ah. Geil, Fleisch. Da oben heult schon wieder eine. Geil, Fleisch. Ah, schon wieder so ein Ding. Nicht schreien, bitte. Du die dicke Frau. Da gehe ich wieder. Hallo? Bock. Oh nein, da kommt sie. Oh nein, da hinten kam sie. Oh, fuck. Aber die Busen. Die Brüste. Oh nein! Alles klar, in Agony ist der Tod ein Teil deiner Reise. Nutze deinen astralen Körper, um ein anfälliges Geschöpf zu finden und in deinen Bann zu ziehen, bevor deine Seele anfängt zu verschwinden. Mit der Zeit wird deine Seele anfangen zu verschwinden, weswegen du schnell agieren musst. Sie ist in deinem letzten Körper mit deinem letzten Körper verbunden. Vergiss nicht, im Fall der Fälle deine Spuren zurückzuverfolgen. Was? Oh, so sah ich aus? Ist ja nicht sehr schön. Kann ich die übernehmen? Ich kann die übernehmen? Was ist da? Wow. Ich kann sie über... Nein. Das ist ein bisschen schwierig übrigens. Die Steuerung ist invertiert. Wer macht denn sowas? Warum ist die Steuerung invertiert? Verdammt. Alter. Oh Gott, das geht gar nicht hier.
Das geht gar nicht, Leute. Was macht ihr? Warum ist das invertiert, die verdammte... Ey, ganz ehrlich, das gibt's nicht. Das geht's nicht. Das ist unglaublich. Lass doch den Scheiß mit invertiert. Braucht kein Mensch. Oh nein. Soll's einem wohl schwieriger machen. Das ist echt... Oh, guck mal, die Brüste wackeln. Ärsche wackeln, Brüste schütteln, sag ich doch. Ey, es ist so unmöglich, das hinzukriegen mit der invertierten. Ich glaube, die können mich, kann ich vielleicht auch einfach nicht übernehmen, die Viecher. Mach ich so ein Geschiss jetzt. Nee, ich glaube, das geht nicht. Warte mal. Warum war ja eine, die geheult hat? Kann ich die vielleicht übernehmen? Warum meine Seele verschwindet? Oh nein. Oh nein, das ist schon ein, das ist schon ein Timer. Ich bin tot. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil übrigens, dieses Minigame. Man muss, glaube ich, genau dieses... ich weiß nicht, muss man das genau erwischen? Dieses Teil? Na gut, jetzt bin ich ja eh wieder hier. Na? Set off on a journey. Follow her to the very peak. Kann ich machen. The journey. Oh Gott, dieses Spiel, ne? Macht mich ganz so ein bisschen fertig. Och nein, ich muss die Schädel wieder sammeln? Ah, das ist kacke. Es gibt also keine Fortschrittsspeicherung sozusagen, ja? Ist alles wieder auf Null jetzt. Außer ich schaff's da halt, jemanden zu übernehmen. Das ist aber echt schwierig. Also die Dinger kann ich nicht... Oh, guck mal, die Nachrichten sind gesammelt. Oh, über diese roten Hände. Ah. Oh. Krass. Einfach nur krass. Sackgasse. Das ist gefährlich. Das muss ich mir merken, dass hier eine Sackgasse ist vielleicht. Andererseits, hier kommen die gar nicht. Kann ich wieder durch diese Vulva klettern? The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. Ist so, ja. Ist die einzige. The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. Oh Gott, da ist wieder eine. Weißt du denn so? Oh, ich weiß, warum du so schreist. Hast du dir sowas abgeschnitten, aber ist ja noch alles dran. Oh, Scheiße. Living, deformed, broken. That's all that's left of me. Why doesn't she even look at me? I'm rising. Deformed, broken. That's all that's left of me. Why doesn't she even look at me? Wow. Oh! What the fuck? What's the matter, old man? You feel lost? Fulfill the ritual. Bring together all of the skulls and escape from this mind maze. Ah, okay, ich brauche noch drei Schädel insgesamt, ja. Zwei habe ich ja schon gefunden. Der Dunst aus Fett und Gestank von verbranntem Blut erfüllten die Kammer mit stickigem Rauch, der sich in die Lungen bohrte und die Sinne abstumpfte. Endlich erkenne ich besser ihre Gestalt. Ich spüre ihren stinkenden Atem im Nacken, während sie flüstern. Von der Dunkelheit füllt Lachen. Sogar mein eigener Schatten scheint unbeschreibbare Formen anzunehmen. Das pulsierende Geklapper von Hufen ertönt irgendwo in meinem Hinterkopf. Wie soll ich die Grenze des Wahnsinns überschreiten? Der von mir herbeigerufene Dämon ist nur der Anfang des gewundenen Pfades über die Grenzen meines eigenen Verstandes. KN. Bitteschön.
Okay, und hier geht's dann weiter. Da war ich ja ganz die falsche Richtung. Was sind die anderen beiden? Alles klar. Alter Schwede, es ist ja voll die Hölle hier. Oha. Ja, wisst ihr ja. Voll die Horrorshow hier. Nimm es raus, nimm es raus. Sie meint bestimmt das Kind. Kind ist aber kein Virus. Okay. Betten war ich ja schon mal. Boah, ist das krass, Leute, oder? Alles immer knarzt hier. Also nochmal, da ist die Säule. Okay. Da hätten wir dann hin, endgültig. Kommen wir nicht hier rein, oder? Diesen Pusteltunnel. Ah, ich war voll, da rennst du rum, auf einmal platzt was. Warte, wo? Ja, komm richtig ab jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alle schuldig. Ja, das ist wohl so. Die sind alle schuldig. Boah, das ist schlimm hier mit dem Baby. Nee, warte mal, das ist ja falsch. Der ist aber falsch. Das war doch... Okay, das war das Symbol, aber... Boah, ist das creepy hier. What the f... Alter, was ist mit dir passiert? Das ist voll krank. Oh nein. Wer ist hier? Nee, warte, da ist der Schädel. Aber ich will wissen, was das ist hier. Ist das was? Das ist die Entbindungsstation. Wo lang jetzt da? Oh, ich kann mich durchquetschen, ein Glück. Oh Gott, Mann. Wie kann man einen Ausweg aus der Unendlichkeit finden? Ich habe hunderte Korridore durchquert, die so gewunden waren wie die Pfade des Verstandes eines Wahnsinnigen. Aber ich werde nicht rasten, bevor ich den Ausgang nicht gefunden habe. Ich hätte nie gedacht, dass Blut so begehrenswert wird. Nutzt es, um eure Schritte zu markieren. Das ist der einzige Ausweg. Verliert euren Glauben nicht. It's so exciting to see how you evolve. Another took so much more time to do this. Die mögen das nicht, wenn man ihnen die Säcke vom Kopf zieht. Alles schon okay. Meint's ja nur gut mit euch. Guck mal. Sieht aber alle so ein bisschen krank aus, die Leute. Können sie hier durch, übrigens? Aha.
Oh, ist das hier eklig. Ich will gar nicht wissen, wie es hier riecht, die eingeweihte Hölle. Oh, da ist noch was. Was ist das? Schädel. Goldener Kopf. Alles klar, muss ich vielleicht alle finden? Ist das wieder so ein bisschen optionaler Kram? Ich weiß es nicht. Scheint mir aber nicht wirklich dazu zu gehören zum Ritual. Oh, guck mal, hier sind sie alle wieder aufgespießt. So lecker Schaschlik. Leben die noch? What the hell? Oh, hier ist noch eine Rune. Hier gibt's mehr, als ich gedacht hätte zu entdecken. Warte. Was schön nachmalen. Vielleicht ein bisschen mehr? Akzeptieren. Nee, was? Jetzt. Ah, ich muss das wirklich nur das Weiße nachzeichnen. Das ist ja gut. Ah, jetzt habe ich hier den Weg geöffnet. Jetzt kann ich immer wieder zurück. Alles klar. Warum bleib ich hier hängen? Offer what you possess. Fuck you! Everything will change. Himmelmann. Was ein Schnauzer. Alles klar. Das dicken Figürchen. Die ganze Zeit. Ich find's ja irgendwie sehr witzig. Auf eine kranke Art. Peekaboo. Die laufen hier halt echt rum. Ich meine, die sind aber nicht feindselig. Was wäre, wenn das so wäre? Hätte ich noch ein Problem. Oh, guck mal hier. Und die leben halt noch. Das ist das Schlimmste daran, dass die nicht einfach tot sind, sondern einfach auf ewig leiden müssen, wahrscheinlich seit Jahrhunderten schon. Ich meine, was machst du denn in der Zeit? Denkst du dir ein paar Gedichte aus, oder was? Boah, ist das furchtbar. Der Bart. Ich hab ein bisschen Schiss, wenn wieder so einer angerannt kommt hier. Alter. Nein. Ja, die Luft an. Luft anhalten. Nein. Nein, nein, nein. Okay, ich schnapp mir sie jetzt. Oder? Geht das? Ich kann sie mir nicht schnappen. Ich kann den Dämon wahrscheinlich schnappen hier, hä? Warum kann ich nur sie? Na? Hol sie dir. Das ist fies, ich... Nein, diese Zeichen. Shit. Leute, ich schaff das nicht. Das ist fast unmöglich, das hier zu... Komm schon, lass mich nochmal... Oh nein. Das war's. Ich bin tot. Nee, noch nicht. Lass mich. Ey, das ist doch unglaublich. Das geht einfach nicht. Hier, diese zumindest kann ich nicht übernehmen. Die Märtyrer hieß ja, kann ich mir holen. Aber die hier... Keine Ahnung. Leute. Ich bin gerade vielleicht ein bisschen gehetzt. Deswegen klappt es nicht so beim Vorlesen. Aber ich versuche nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Stimmung reinzubringen. Weil irgendwie ist das gerade ein bisschen frustrierend mit diesem Übernehmen. Ich könnte ja einstellen, dass es automatisch geht, aber das wäre dann vielleicht wieder ein bisschen zu einfach. Vielleicht kriege ich es ja raus, wie es funktioniert. Ich danke euch auf jeden Fall bis hierhin fürs Zusehen. Wäre richtig cool, wenn ihr mir noch ein Däumchen nach oben da lasst und wieder einschaltet zu Agony. Ich freue mich aufs nächste Mal. Geht's weiter in der Hölle. Danke, tschüss. Macht's gut. Naja, vielleicht freue ich mich nicht so ganz auf die Hölle, aber na.